Dienstag, der 19. März 2024, ein historischer Moment. Ich sitze zum ersten Mal in meinem Garten, meiner neuen Wohnung. Die Sonne scheint, es ist herrlich. Ich möchte kurz zurückschauen, was passiert ist seit Anfang Jahr. Da war eine Nachkontrolle in der Hirslanden-Klinik. Das wird mit einer sogenannten PET-CT gemacht, also eine Computertomographie spezieller Art. Die Ergebnisse waren dann so, dass der Professor Schöp, das ist der Chirurg, der mich operiert hat, hat da sowohl im Rektumbereich, wo früher der Tumor lag, als auch in der Lunge je zwei kleine irgendetwas entdeckt, zwischen 2 und 4 Millimeter lang. Er war sich nicht sicher, was das genau ist, ob das Metastasen sind oder irgendwelche Reste. Er wusste auch nicht, ob die weiter wachsen können oder nicht, trotz seiner 30-jährigen Erfahrung. Er hat mir dann empfohlen, einfach auf sicher zu gehen und Bestrahlungen zu machen. Das habe ich dann gemacht, auch in der Hirslanden-Klinik. Da musste zuerst ein Planungs-CT gemacht werden, weil diese Bestrahlungen, die sind schon sehr aufwendig. Es gab dann zwei verschiedene Technologien, die zur Anwendung kamen. Die eine im Rektumbereich, eine klassische Bestrahlung. Davon habe ich dann schlussendlich ungefähr 25 gemacht. Und im Lungenbereich wurde die sogenannte Cyberknife-Technologie angewendet. Von diesen Anlagen gibt es genau, also ungefähr 200 auf der Welt. 3 davon in der Schweiz, eine davon eben an der Hirslanden-Klinik. Damit diese Cyberknife Bestrahlung oder Behandlung funktioniert, mussten vorgängig in der Lunge Platinmarker eingesetzt werden. Das wurde operativ gemacht in einer stationären Aufenthalt während 2 Tagen. Muss man sich so vorstellen, über die Leiste werden da in die Blutgefäße wird das eingeführt, über das Herz in die Lunge dann gelegt und diese Platinmarker dienen dazu, dass eben die Cyberknife-Strahlen diese zwei kleinen organischen, wie auch immer, Teile treffen und zerstören können. Kurz und gut, ich war während 3,5 Wochen täglich in der Hirslanden-Klinik für diese Bestrahlungen. Das war sehr anstrengend, weil die Reise einerseits ist natürlich heftig, da von Baden nach Zürich, andererseits auch die Bestrahlungen selber waren ziemlich anstrengend. Um diese Strahlungen, Bestrahlungen zu verstärken und das zu optimieren, wurden jeweils bei jedem zweiten Mal eine sogenannte Hyperthermie gemacht, vorgängig, im Zentrum für integrative Onkologie am anderen Ende der Stadt Zürich. Hyperthermie ist ein komplementärmedizinisches Verfahren. Da wird lokal der Bereich im Rektum erhitzt während einer Stunde. Und das soll quasi die Bestrahlung, wie gesagt, verstärken. Gleichzeitig hat die Hyperthermie selber einen Einfluss auf diese möglichen Metastasen, um die quasi die Luft abzuschneiden oder sie. Ich weiß auch nicht genau, wie das medizinisch dann heißt, aber das wird so gemacht. Es wird von der Schulmedizin empfohlen und dann auch entsprechend erfolgreich angewendet. Nach diesen 3,5 oder 4 Wochen war ich ziemlich platt, aber ich habe es geschafft, ohne Hilfe jeweils nach Zürich zu fahren, die ganzen Prozeduren über mich ergehen zu lassen. Und jetzt ist eben die große Frage, hat es gewirkt? Sind diese Metastasen weg? Bin ich davon befreit oder wie schaut es aus? Die nächste Nachkontrolle, die da erste Rückschlüsse zulässt, die wird in der 2. Aprilhälfte sein. Ich habe da mit Professor Schöp schon kurz das vorbesprochen. Es gibt dann eine weitere PET-CT und dann werden wir sehen, ob da schon erste Resultate sichtbar sind. Der Onkologe, der mich jetzt begleitet von diesem Zentrum für integrative Onkologie, hat allerdings gemeint, das kann schon 3-4 Monate dauern, bis man das dann wirklich sehen kann, ob es gewirkt hat und wenn ja, wie. Ich bin frohen Mutes, fokussiere mich jetzt auf weitere präventive Maßnahmen wie die Misteltherapie, Physiotherapie und wie in einem anderen Video erwähnt, auch die Anthropophonetik. Gesunde Ernährung, viel Bewegung und jetzt auch die Sonne
werden mir helfen, meinen Körper wieder aufzubauen und hoffentlich diese Krebsgeschichte abzuschließen. Wir werden sehen. Fortsetzung folgt. Tschüss.